Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich finde das toll, das so auszusprechen. Mal so am Rande. Wir wollten uns mal die neuen Verträge angucken. Welcome to Mission Control. Please make a selection. Genau, das werden wir auch. Was sollen wir machen? Science Data from Space around Kerbin. We want you to send us science data from space around Kerbin. Also wir sollen Daten schicken, wenn wir gerade um Kerbin herumfliegen. Das können wir. Hier sollen wir wieder einen Fuel Tank, also Flüssigkeitstreibstofftank testen. Hier einen neuen Fallschirm. Skipper Rakete. Test Rokumato. Ja, wieder was testen. Wieder was testen. Ja, was das ist. Ja, müssen wir mal gucken. Das kann ich noch nicht sagen. Müssen wir schauen. Ich weiß nicht, was die einzelnen Teile sind. Explore the Moon. Das klingt doch gut. Das können wir bestimmt auch. So. Genau, da kriegen wir sogar gut Teile, wenn wir wiederkommen oder die Daten schicken. Hier wieder was testen. Hier sollen wir auch wieder was testen. Test Small Gear Bay. Na gut. Mensch, eine Menge Aufgaben. Okay. Gut. Wir gucken erstmal hier. Ich bin doch der Meinung, ich habe hier letztes Mal. Beziehungsweise wir haben hier letztes Mal. Genau, das Batteriepack und das Science Junior Labor. Genau. So. Das heißt, wir bauen das mal alles weg, hier, was wir haben. Gut, dann werden wir jetzt mal eine Forschungs. Ja, wie soll ich sagen? Eine Forschungskapsel bauen, um erstmal noch so viele Infos wie möglich zu bekommen auch und damit an auch so weit wie möglich zu kommen. Die werden wir überall ranbauen immer. Okay. Müssen wir mal kurz überlegen. Dieses Forschungslabor. Ich glaube, das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich glaube, das klappt sich, das öffnet sich selber. Gut, das heißt, wir packen davon zwei untereinander. Dann brauchen wir. Nö, das muss ja eigentlich nur landen. Das ist die Hauptsache, dass das Ding landet. Mal kurz gucken, was das ist. Na, hallo Peng. Also eine kleine Rakete. Wir haben ja auch schon diese dicken zum Testen jetzt. Ihr seht das gerade. Das sind die dicken Raketen. Und dafür haben wir auch schon. Nee, haben wir. Dafür haben wir aber noch gar nicht die entsprechenden Tanks, um diese großen Antriebe zu testen. Das ist ja auch merkwürdig. Gut, egal. Wir brauchen Landestützen. Da sind sie. Vier Stück bitte. Genau. Ich schieb das mal ein bisschen mittiger hier für uns. Hat ja hervorragend geklappt. Batteriepacks. Das ist eigentlich eine gute Idee. Nee, wir nehmen da diese. Lassen wir die Leiter mal frei. Vier Stück. Weil das Ganze ja ziemlich schwer ist. Die brauchen wir nicht, die kleinen Beinchen. Das sind so Rollbeinchen für Flugzeuge. Aber Batteriepacks. So. Die sind recht wichtig. Und dann brauchen wir Science. Mystery Goo. Vier Stück. Für den Start.
für Orbit, also davon kann man, wenn es das Gewicht mitmacht, kann man davon immer ruhig ein paar haben. So, wir gucken mal, was der Unterschied ist. Die sind leichter und haben eine höhere Crash-Toleranz. Sind aber auch doppelt so teuer. So, das sind hier nämlich kleine Antennen. So, drei Stück bitte. Zwei, drei. Ich weiß nicht, ob die Tür dann noch aufgeht, aber noch rauskommt. Das werden wir rausfinden. Irgendwie ist die Kamera. Ich würde gerne dichter ran. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen tollpatschig, was die Kamera betrifft. So. Nur ein bitte. Ist wirklich merkwürdig mit der Kamera gerade. Ich bin wahrscheinlich einfach ein bisschen tollpatschig. Gut. Das denke ich mal, ist soweit unser Science Labor, also unser Wissenschaftslabor. Erforschungslabor. Das speichern wir auch mal so ab. Okay. Das Ding braucht jetzt Speed. Das Ding kriegt ein paar Tanks unten dran. So, ne, so einen großen braucht man nicht für den Wiedereintritt. Da reicht so einer. Mit einer kleinen winzigen Rakete. Da, mit dem. Dekabler. So, jetzt kann der Dicke kommen. So, davon zwei. Die Rakete kann ein Stück nach oben. So, und da bitte der Antrieb mit Max Thrust, also mit maximaler Beschleunigung auch. Okay, und das reicht, glaube ich, erstmal. Wir schauen mal. Wir haben ja hier diese Kaventsmänner. Die als. Das sind Booster. Gut, das heißt, wir wollen Structure, diese Decoupler. So. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob das ansatzweise so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich verstehe es nicht mit der Kamera. So. Ganz viele davon dran. Okay, wunderschön. Und dann kommen da noch kleine Hütchen drauf. Aerodynamik. Da. Na? So. Der Preis ist auch noch okay. Gut, die sollen alle starten. Dann die Dekabler, dann der untere, dann nochmal ein Dekabler. Gut. Ja. Schauen wir einfach mal, oder? So, ich speichere das Ganze mal. Und wir setzen aber wieder Bob rein. So und Launch.
Okay, ich habe keine Ahnung, was diese Booster jetzt hier können. Und das werden wir einfach rausfinden. Wo startet denn das Ding? Und wie soll das denn jetzt was werden? Space Center. Das machen wir nochmal. Das war ja wir. Was starten wir denn da so versetzt? So. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Mal gucken. Clear the Wenn das jetzt auch wieder passiert, dann ist hier wirklich ein kleiner Bug. Und da muss ich das Spiel mal kurz neu starten. Ja? Das habe ich jetzt mal nur so aus Spaß gemacht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, cool. Gut, wir machen hier kurz einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste die ganze Rakete nochmal bauen. Also der Neustart hat nicht gereicht. Ich habe die Mystologie-Container nur ein kleines Stück runtergesetzt, damit wir an das Labor selber kommen. Oder an die Labore zum Klicken. Besser. Und ich habe noch eine Kleinigkeit angebracht. Hier, diese kleinen süßen Raketen. Ich habe das schon mal erklärt. Die sind dafür da, einfach um die Trägerraketen wegzudrücken vom Raumschiff selber. Die werden zur gleichen Zeit gestartet wie die Dekabler dann. Und die drücken dann diese Trägerrakete nach hier weg. Und da wir ja mehrere haben, werden die alle weggedrückt. So, wir bauen mal. Passen 6? Passen. So, mal gucken, ob das auch schick aussieht. Jo, das sieht sehr schick aus. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Die ganzen kleinen Dinger müssen alle in eine Gruppe. Hier hin und die auch. Zack. Und diese Dekabler. Wir haben jetzt übrigens 8 Raketen. Immer so am Rande. Die müssen auch in die gleiche Gruppe. Okay, das ist ganz wichtig. Okay. Ich bin verdammt gespannt, was das jetzt hier wird. Gut. Zur Erklärung. Ziel ist es eigentlich, uns so weit hoch rauszuschießen, dass wir uns dann mit der Hauptrakete so weit wegbeschleunigen können, dass wir zum Moon kommen. Das ist so das Ziel. Wir nehmen mal hier einen zweiten Namen. Das ist mal die. Oh, nicht. So, das ist die Nummer 2. Okay. Gut, Launch. Yeah, voll die smooth Musik. Ich glaube, ich habe jetzt vergessen, wieder Jebediah rauszusetzen, aber das ist auch Wumpe. Dann wird halt Jebediah Kerman so berühmt wie Niels Armstrong. Okay, Throttle ist eigentlich Wumpe, ob ich das jetzt anmache oder nicht. Weil wir die Rakete ja noch gar nicht zünden. Aber dann vergessen wir es nachher nicht. Gut, bevor wir starten, spule ich die Zeit mal kurz vor, dass wir Tag haben. Das sieht einfach schöner aus. Ah, können wir noch ein. So, hübsch, hübsch. Da geht die Sonne auf. Okay. Ist doch viel schöner. Gut, ja, lass knacken, Jebediah. Okay, es hält schon mal alles. Das ist schon mal schön.
Oh, sieht gewaltig aus, oder? Wir kriegen gerade unglaublich schnell Schub. Ich klappe die mal alle ein hier. Die ganzen Quests, die wir hier haben. Uhu. Gut. Jebediah ist glücklich. So. Ja, mal gucken. Alter, das sieht aber auch was böse aus. Schandhaft. Wir haben eine leichte Rotation, aber das ist okay. Aber, na, mal gucken. Wir sind noch nicht so hoch, wie ich möchte, aber dadurch, dass wir so schnell sind, ist das auch nicht so schlimm. Weil wenn die Raketen aus sind, fliegen wir halt trotzdem noch ziemlich flink. Mal gucken. Wir haben wirklich richtig gut Speed. Und dann sehen wir auch gleich, wobei die Höhe schon nicht schlecht, dann sehen wir auch gleich, ob das funktioniert. Boah. Heftig. Richtig heftig, die Geschwindigkeit. So, ich bin gespannt. Ja. Oh. 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 Okay. Verrückt. Hat alles funktioniert? Witzig. Gut, wir schauen mal auf die Orbit Map. Okay, ich würde sagen, wir starten noch mal ein bisschen. Ein bisschen Speed, um das Ganze noch ein Stück größer zu kriegen. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Dadurch, dass wir auch nur einen Container haben, sehen wir hier halt auch den Max-Treibstoff sehr gut. Okay, jetzt ist nur die Frage... Der Mond ist natürlich gerade nicht in der Nähe. Natürlich nicht. Mist. Okay, ich nehme mal den Trottel raus. Gut, Add Maneuver. Ja, wir schauen mal. So, den müssen wir uns mal ein bisschen drehen. Oh, das war falsch, sorry. Den zurück. So. Nee, das ist zu weit. So. Oh, ein bisschen gerade gedreht. Aber wirklich schön ist das nicht, ne? So, jetzt haben wir eine Bahn. Oder jetzt würden wir eine Bahn bekommen. Ich zeig das mal kurz. Oh Gott. Wir wären ja ewig weit weg. Das ist natürlich nicht ganz das, was wir wollen. Gut, ich guck mal kurz. Würden wir den kleiner ziehen? Warum ist er so schief? Das ist ja frech. Damit kriegen wir erstmal nur eine Umlaufbahn hin. Falscher, so. Gut, naja, okay, wir schauen einfach mal. In 2 Minuten haben wir unseren Winkel dafür.
Mal sehen, wie viel Treibstoff wir dafür verbrauchen. Jebediah, ja, dem geht's gut. Hier haben wir Informationen. Okay. Dann spulen wir doch mal kurz vor. Ach, und natürlich muss ich noch den Winkel. Einstellen. Oh. Und da habe ich ein bisschen zu weit gelenkt. Ja, der zieht nämlich ziemlich nach, weil das Ding so groß ist. Also so lang. Ich muss das Ganze jetzt mit WSAD ganz langsam reinsteuern. Und je nachdem, ob wir hier auf der hellen oder dunklen Seite sind, verändert sich auch die Richtung, wo ich drücken muss. Wenn ich jetzt nach unten drücke, geht er zum Beispiel nach oben. Wenn ich nach links drücke, geht er nach links. Manchmal dann auch nach rechts. Das ist immer abhängig davon, wo wir gerade sind. So. Okay, er speichert auch gerade Autosaving. Gut. Noch 17 Sekunden. Da spulen wir nochmal kurz. Okay, und wir können starten. So, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Also wir müssten so die Hälfte des Sprits würde ich gerne behalten. Und dann könnte man schauen. Aber das sieht schwer aus. Also ich würde auch bis hier gehen, aber das ist so das Maximum. Also diese Booster-Raketen sind schon nicht schlecht, aber ich glaube, wir brauchen da mehr Antrieb. Wir müssen das Ganze noch fetter bauen. Gut, ich glaube, die Folge wird heute auch ein bisschen länger. Aber ich sehe schon, runter kommen wir nicht. Nee, das wird nichts. Okay. Dann stoppe ich das Ganze mal wieder. Wir gehen mal in den Staging-Mode. Und wir beenden hier einfach mal die Folge. Machen wir so. Bis gleich auf dem Endscreen. Ciao. Ja, heute mal ein Cliffhanger. 227 Kilometer über Kerbin. Aber das muss auch mal sein. Und nächste Folge werden wir dann gucken, wie das Ganze ausgeht. Ob wir hier noch ein paar Informationen, ein paar Science Points sammeln können. Und dann schauen wir mal, ob wir die Rakete noch ein bisschen optimieren können. Also, ich freue mich auf euch. Bis dann und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Ciao!